Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Kommen wir direkt zu dem Punkt, der uns Piraten das stärkste Dorn im Auge ist im Haushaltsplan, im Einzelplan 15. Und zwar das Kapitel 1544, Titelgruppe 62. Dort geht es um die Altenpflegeseminare. Und dort sind die Altenpflegeseminare mit 280 Euro pro Monat angegeben bzw. berechnet. Spätestens seit der Anhörung müssten Sie es auch wissen, dass mit diesen 280 Euro die Qualität nicht zu geben ist, die notwendig wäre, um eine vernünftige Ausbildung für die Altenpflegerinnen und Altenpfleger zu garantieren. Alle Sachverständigen waren sich einig darin, dass die minimal notwendige Ausbildungsqualität nur mit 360 Euro zu gewährleisten ist. Diese 360 Euro, muss man dazu sagen, ganz klar, sagen auch alle Experten, damit ist nicht einmal die Qualität zu erreichen, die mal in irgendeiner Strukturqualität festgelegt worden ist vom Land und dann wieder ausgesetzt wurde. Nein, es ist wirklich das Minimum, was diese Schulen meinen, was sie überhaupt brauchen und auch die anderen Experten meinen, worunter es gar nicht geht. Ein fairer Anschlag, wenn man diese Leute wirklich mal ernst nehmen würde und wenn man mal wirklich sich um die Altenpflege kümmern würde, wären sogar 540 Euro. Aber die will ja gar keiner fordern, sondern bleiben wir bei den 360 Euro und dann wären das im Haushalt 633.600 Euro mehr. Wenn Sie, Frau Ministerin Steffens, sich jetzt hier hinstellen würden und sagen würden, liebe Altenpflegerinnen und Altenpfleger, es tut mir leid, aber mehr Geld ist derzeit nicht drin. Ich weiß, dass die Ausbildung, und ich glaube Ihnen nicht, dass Sie das nicht wissen, und ich glaube Ihnen auch nicht, dass Sie glauben, dass diese 280 Euro ausreichen. Wenn Sie das wirklich hier ehrlich sagen würden, dann könnte ich mir also vielleicht sogar noch überlegen, dass man dem folgen kann aufgrund von Sachzwängen. Nur, wenn diese 280 Euro als der absolut große Durchbruch, als die wahnsinnige Unterstützung für die Altenpflegeausbildung gesehen wird und so verkauft wird, dann kann man dem auf gar keinen Fall mehr folgen. Allein dieser Punkt, der Kapitel 15044, Titelgruppe 62, reicht völlig aus, um diesem Einzelplan 15 nicht zustimmen zu können, sondern ihn sogar ablehnen zu müssen. Ich möchte noch auf zwei weitere Punkte eingehen, warum wir den Einzelplan auch so nicht zustimmen können. Es ist einmal der Punkt Maserninfektionen bzw. Maserimpfungen. Wir sind durch den Antrag von der FDP-Fraktion darauf aufmerksam gemacht worden, dass dort etwas nicht stimmt, dass die Impfrate, um den Herdenschutz in Nordrhein-Westfalen zu gewährleisten, viel zu niedrig ist. Dieses Jahr wurden noch 80.000 Euro für Aufklärungskampagnen ausgegeben. Mal dahingestellt, ob diese 80.000 Euro ausreichend waren oder nicht. Nur in diesem Haushalt, so ist es zumindest im Berichterstattergespräch gesagt worden, sind gar keine Ausgaben mehr dafür geplant. Das passt nicht zusammen mit dem, was jetzt an Informationen hier im Landtag vorliegen. Und da sollte man unserer Meinung nach sich noch mal ganz stark überlegen, ob man das nicht ändern will. Zumal Sie gerade sagen, dass Sie auf Aufklärung setzen, weil Sie das Ganze natürlich nur freiwillig machen. Und da bin ich bei Ihnen. Die Impfung geht nur freiwillig und deswegen sollten wir das machen. Ein anderes Problem, was auch noch anliegt und wo Sie meiner Meinung nach zum Teil die Augen vor verschließen, das Problem nicht wahrhaben wollen, sind die Probleme der MRSA bzw. MRSE-Infektionen in diesem Land. Herr Kollege, entschuldigen Sie. Würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin Maaßen zulassen? Ja, bitte. Natürlich. Vielen Dank, Herr Wegener.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Altenpflegeausbildung. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass wir gerade durch den Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, diese schulischen Ausbildungen sichern und eben nicht mehr als freiwillige Leistung des MGPAS definieren, sondern ins Gesetz aufnehmen, sodass da auch ein Rechtsanspruch besteht und dass das in dem Sinne schon ein Fortschritt ist, weil deswegen dieses Schulgeld nicht bei jeder Haushaltsdiskussion zur Disposition stehen kann. Vielen Dank für die Frage. Natürlich bin ich bereit, das zur Kenntnis zu nehmen. Das ist auch genau der Grund, warum ich, wenn sich hier hingestellt wird und hier ganz ehrlich gesagt wird, dass man weiß, dass diese 280 Euro nicht ausreichen, dass mehr derzeit vom Finanzminister nicht zu bekommen ist, ich mich dazu durchringen könnte, meiner Fraktion zu empfehlen, diesem Gesetz genau aus diesem Grund, den Sie gerade beschrieben haben, zuzustimmen. Allerdings nicht mit der Aussage, dass diese 280 Euro wirklich ausreichend sind. Und da ist die Differenz zwischen Regierung und uns. Ich war gerade noch auf die MRSA-Infektionen und die MRSE-Infektionen in Nordrhein-Westfalen zu sprechen gekommen. Und zwar, Fakt ist, dass die Patienten, die an multiresistenten Keimen erkranken, steigt. Genauso Fakt ist, dass die Anzahl der Patienten, die an multiresistenten Keimen sterben, auch steigt. Allerdings, jeglicher Versuch von uns, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen, dort weitere Zahlen zu erfahren. Das Ganze ist immer wieder auf taube Ohren gestoßen. Und es geht eigentlich darum, dass die Hygienemaßnahmen, das Screening und so erhöht werden. Allerdings sehen wir es sehr kritisch an oder wir bezweifeln sehr, dass das mit den 1 Million Euro in der Titelgruppe 85 zu erreichen ist. Denn das hat in der Vergangenheit schon nicht ausgereicht. Und wenn Sie weiterhin sagen, damit sei alles getan, dann wird es auch für die Zukunft auf jeden Fall nicht ausreichend. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass ich ganz klar meiner Fraktion empfehlen muss, den Einzelplan 15 abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.